Wollte gerade wieder Geisel laufen lassen, aber hat auch ewig gesucht. Preissichern hat jetzt auch wieder ewig gesucht. Was ist denn da gerade los, Ubisoft? Aber jetzt geht's los und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ja, ich habe sie in Behälter gesteckt. Ich hoffe, das ist recht so. Um die Geisel da rauszubekommen, musst du erstmal den Entschärfer auf den Behälter setzen, entschärfen. Dann Geisel rausholen, rausschleppen. Sieg. Vorher noch auf den Entschärfer setzen und ausbrüten, oder was? Ne, den musst du erstmal zusammenbauen. Das sind Einzelteile. Ja, nimm die Gonne mit. Nicht Hauptschlaf. Du auch nicht. Nur verfahren. Klingt wie über Barbecue. Barbecue sauber. Ja, ja, wir sind drin. Karaoke. Rechts, rechts, rechts. Ja, muss damit rumfahren. Hey. Blöd Heinz. Wenn die vor rechts und links ist. Ein Blümchen. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Das ist aber schön. Feuerschutz, ich lade nach. Der Spritzenmann. Oh Mann, fuck ey. T-Zimmer ist noch eine Kamerafrau. Okay. Na, bleib hier. Geh die weg. Meine Frau ist tot. Ja. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ja, wo rennt ihr denn jetzt hin? Es kommt noch Zeit. Okay, sie gibt Gas. 15 Sekunden übrig. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters. Hat die eine Zugangssperre gefunden? Jetzt so viel Energie mit einem Schlag fallen. Nur noch ein Gegner okay. Übrig. Einer Trupp wurde eliminiert. Hast du das nicht piepen hören?
Ich war in der Kamera auf der anderen Seite. Macht man nicht. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ja, Hauptstoffzimmer ist leer. Hä? Barbecue. Ach, Ubisoft, der Lärm kam von rechts. Ja, Barbecue. Ich fahre nach links, dann kommt der Lärm von rechts. Da fahre ich nach rechts, da ist nichts, weil sie links sind. Läsion. Ist das dein Headset halt schon mal? Nee. Ist das eine Einsatz in 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Keine Zeit jetzt zum Antworten. Sie verschwindet. Sie lädt nach. Ich gehe voraus. Nicht folgen. Klasse in Position. Nicht unsichtbar. Ich wechsle die Position. Au. Was? Eine Zugangssperre gefunden. Mir hüpft jemand bei der Bar runter. Läsion angeschossen, Vorratsraum. Am gelben Ping ist jemand. War Mai. Au. Von wo denn jetzt hier? Mann. Ha. Klar, ich höre das nicht mal piepen, oder was? Nicht dein Ernst. Der macht einen Lärm, der Kapitän. Und dein Netz wieder hin. Jetzt wird's düster. Roter Paketverlust. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Erstmal Schwarzbild und das Visier von Twitch. Es bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Also nächstes Mal Stachel und Gegner kommen. Eigener Trupp getötet. Mm-hmm.
Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. 10 Sekunden noch. Es bleiben 5 Sekunden. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Die Wand ist gesichert! Fährt eine Drohne oben rum. Der EMP-Mann. Und noch was. Das ist Hammermann. Da kommt noch was. Die Iana. Werfen mit Granaten von unten. Scheiße. Ich geh gleich unten vorbei, aber wenn da so viele sind, dann ist das nicht so gut. Oh, na toll. Bin jetzt unten. Keiner mehr da. Ach Mann! Warum muss denn der das Loch auf der Seite aufmachen, ey? Das ist zum Kotzen. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Der Gegner ich kapier, warum sind die Leute so blöde und machen auf den Biogefahrgutbehälter so verhindern. Auf? Ist wieder das Fenster. Eigener Trupp neutralisiert. Hatten die dafür Lego-Aufkleber im Gesicht? Eine Granate von unten macht meine Kralle kaputt und ohne den Fußboden zu beschädigen. Erinnert mich an die Fuse-Ladung im kleinen Büro oben, im kleinen Turm bei Oregon, die unten mein Schild und Hologramme zerstört hat, obwohl Decke ganz geblieben ist. Einen Schaden habe ich auch bekommen davon. Das ist doof. Oh, so schnell, aber angeknabbert, aber vielleicht Runde 1. Wenn das denn stimmt. Dürfen bestimmt noch zugucken. Gleich steht auch Runde 2. Vielleicht auch 3. Grünes Licht für Geiselevakuierung. Zwei neue, also wir. Merrick hat einen Plan. Hier ist gerade eine Granate gekullert, zumindest kam das Kullergeräusch. Ladebildschirm. Okay.
Merrill guckt bei mir durch ein für mich verbarrikadiertes Fenster. Ja, jetzt habe ich das auch. Jetzt kommt auch das Granatenkühlergeräusch. Jetzt rennt er nach oben. Als ob das Ding zu wäre und das Geräusch wirklich kommt. Das ist ein Quatsch. Da ist er. Wobei es rausgeht. Aha, Magazin rausschütteln. Lass uns mal rausgehen. Wohin denn? Nach Hause. Weißt du nicht, wo raus ist? Raus ist draußen. Da ist ja kalt und windig. Huppala, jetzt bin ich falsch. Ich zieh dir was an. Bestimmt zu weit weg, das Geräusch wäre zu weit weg, nicht Drogen. Waffenlager sieht auch sauber aus, die Wand ist noch nicht zu. Dann oben. Waffenlager definitiv nicht. Nein, so kommt man da nicht durch. 10 Sekunden. Bitte haben. Na, im Schlafbereich sind sie. 5 Sekunden. Ich finde die noch. Hoppala. Ach komm schon. Ja, ich hab's. Oh. Mathe. Hier, machst du kaputt. Hahaha. Die Mathe geht kaputt, weil sie aufgenommen wird. Das nächste. Nein, nein, nein. Melusi haben sie noch. Melusi. Melusi ja. Nimm dir die Mathe weg, frech. Ich hätte auf die nächste gehen sollen. Vor allem ich. Keine Munition mehr. Und die Geisel nicht, aber ich. Ja. Ach ja, Quatsch. Ob das Fenster überhaupt zu ist, ich weiß ja nicht. Karabschau und Brianna haben sie noch. Und jetzt sah er aus. Der Merrick von vorhin. Drachen ist jemand? Wird schnell da unten. Kommt er doch gleich hoch. Witschel ist tot. Nein, Kapkan haben sie nicht. Wer ist denn der Letzte? Weiß ich nicht. Aber Kapkan haben sie nicht. Den haben sie ja auch nicht. Du guck nach vorne und nicht da auf dem Boden. Matten, 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 Matten. Ja, wie gesagt, die hat sie da alle bei der Geisel nicht. Dann fahre ich mir dann noch mit einer Drohne drauf. Eine habe ich bei der Geisel kaputt geschossen. Hinter dem Tisch, da bei der Geisel. Da war eine Geisel? 10 Sekunden übrig. Eigener Druck neutralisiert.
weiß jetzt, wer jetzt so. Holzmannfrau. Könnte vielleicht die gewesen sein, weil da mal was leuchtet. Obwohl, das war. Sich nicht bewegt. Was leuchtet denn blau, wenn man es auf den Boden stellt oder so? Blaues Licht. Banshees, AVS. Gucken sich eure Kameras. Das AVS bewegt sich ja nicht. Den Raum sichern. Nur ein kleiner Pieks. Die Position der Geisel ist bedroht. Bereit machen. Das Auge ist bereit. Nicht. Aha. Nur noch 10 Sekunden. Tür verbarrikadiert. Kein Bock, dass ich die dunkle Seite auf der Seite habe. Standort der Geisel in Gefahr. Zum Angriff bereit machen. Wand befestigt! Zugangssperre scharf gemacht. Komm schon, es ging doch grad. Mein wunderschönes, böses Auge ist bereit. Tür gesichert! Na! Ah. Oh! Zum Morgenschein. So, sicher. Och oh. Mann, warum muss denn der da gesichert werden? Mann! Du bist so ein Trottel, ey! Gott. Ah, schon kaputt. Oh, nicht der. Ich hoffe, das. Ja, war er. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Was machst du denn? Eigener Trupp eliminiert. Mission. Du sagst mal in eine Ecke. Ja, aber du hast doch hinter dir auch eine Tür, wo einer war. Ja, aber kann er nicht beide zugleich abdecken. Ja, aber doch nicht komplett auf die eine Tür fixieren. Na, soll ich meine Augen teilen? Kannst du dich bewegen mit der Maus? Dann kommt er gerade wieder von links an. Ja, aber... Immerhin war in dem Raum schon Lärm. Bringt doch nichts an, nur auf die Tür jetzt zu gucken. Hätte da hinten in der Ecke bleiben können, nur nicht direkt da vor dem Loch. Hätte sich direkt an der Wand gestellt, dann hätte man nicht da nicht mehr durchsehen können. Hätte ich auch bleiben können. Vielleicht wäre ich hat euch aber gestorben, wer weiß, wer weiß. Du solltest dich denn an die Wand stellen, nur dass man da nicht mehr sieht durchs Loch. Mit einem Maycock wäre das einfacher gewesen. Ich habe bloß auf eine Tür geguckt. Mal noch besser auf Entfernung gucken. Toll, was hast du davon? Ein Elkog. Bringt dir doch nichts. Hä, warum ist hier das Holo? Hä? Achso, das sind die Visiere. Ja, der Punkt ist da drüben.
Civic ist ja jetzt schon nicht mit. Na, am besten Elkhorn, mehr brauche ich nicht. Rest kann weg. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Pink, pink, pink. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ella und Mozi, 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 Mozi. Käfer, ha, kacke, da war ein Käfer. Scheiße. Geh nochmal zurück, geh nochmal zurück. Kann ich. Will den Käfer sehen. Ah, Käfer! Schon wieder. Ah, komm weg! Ah! Ist ja für Stolperfallen sind. Geh doch mal zurück, ich will den Käfer sehen. Ganz nah. Dann wirst du selbst schon noch finden. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Luke ist offen. Nöch. Im Bad selbst ist keiner. Gangbad auch nicht. Tischfußball drin, da ist jemand gegrapscht. Nein, verletzt. Mülltreppe ist wer? Das ist Puzzler. Tot. Herzschlagmann war der letzte. Sehe ich nichts mehr. Geh weg! Mal ruhig. Ein Gegner verbleibt. Wir sind im Pinken drin. Ist neben mir in der Küche. Küchenzeile. Kommt rum. Hat mich Ella fast tot. Viertel Energie. Ist bei der Küchenzeile hinten. Man da noch die andere Ladung angesetzt. Hättest du ja zünden und den Raum reinwerfen können.
Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Hier im Lager Karabschrau. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Batz. Ja. War mei. Mit Schrotflinte. Im Schrottgun. Blub. Fußball. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Muss ich schon entscheiden, entweder oder. 5 Sekunden. Jetzt hast du da 3, jetzt wird's noch schwieriger. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Fragezeichen. Was? Hä? Ey, das war nicht zu hören, dass er das Fenster aufgemacht hat. Was ist denn das jetzt? Ja, dumm. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Über dir quasi da oben. Reiter, entwickeln Sie einen Durchbruch vor. Ace on the roof ist Kämmerer. Jetzt kriegst du Besuch. Doppelten Besuch. Ah, da liegt noch der Hinweis. Würde ich den nicht holen? Einer vom eigenen Trupp verbleibt. War die nicht schon ganz oben? Nee. Hm. Ella hat die Partie verlassen. Ah, Feuerwerk, geil. Da ist ein schwarzes Auge. Es bleiben noch 15 Sekunden. Nur noch ein Gegner übrig. Jetzt brauchst du den Entschärfer auch nicht mehr holen, du Nase. Geht jetzt wirklich zum Entschärfer? Oh Mann. Das Zeitlimit wurde überschritten. Bomben sichern. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Willkommen, wurde eingesetzt. Ein Trumpf ist einer. Ein Bombenstand.
Standort ist in Gefahr. Band verstärkt! Schädling im Einsatz. Sicher! Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Scharf gemacht. Abstand halten. Setze Feld ein. Bau auf. Zugangssperre angebracht. Soll sie nur kommen. Krümmel, Krümmel aufs Hologramm. Chakal verfolgt mich. So sein, dass er jetzt nicht mehr verfolgt. Ja, hat noch vier. Okay, ups. Hat noch vier Umkreisungen, aber ist verschwunden. Da ist ja jemand am Fenster schon drin. Es guckt dich an. Au. Oh. Jing auch drin am Fenster. Oh Mann, ja. Sei doch mal ruhig, ey. Es bringt mir doch nichts alles. Dann weißt du halt nicht, dass dein Gegner ist. Ja, was meinst du, wo die ganzen Schüsse noch herkamen? Das Entschärfungsgerät wurde platziert. Ein Gegner verbleibt. Das schafft sie nicht mehr zu entschärfen. Entschärfer aufgespürt. Sofort zerstören. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert.
Derjenige muss die Eiohr, die Sanduhr auch mal stehen lassen, sonst läuft der Sand ja nie durch. Ständig drehen, drehen, drehen. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ganz oben. Ja. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Willkommensmatte. Hier stelle ich mich drauf. Hier fühle ich mich wohl. Die ist echt schick. Ja, Runen. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Brenner haben sie auch noch. Das kennen wir alle. 5 Sekunden. Na, nicht so im Spitzenwinkel, das kann's knicken. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Nachladevorgang! Autodachhüpfer, der schafft's auch. Ist aber auch nicht viel schneller. Wieder, wieder. Okay. Was ist denn hier so Schreckliches los? Keine Razor Bloom. Ist Termit wiedergekommen. Oh Mann. Der Treppe ist Alibi gewesen. Doppelstock. Wechsle das Magazin. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Klingt wie Küche. Nö. Du kommst aus dem Keller, dann sind sie ja wieder oben. Kamera vor. Oh, und Käferchen, Mozi. Zehn Sekunden bis Einsatz. Egal. Noch 5 Sekunden. Schöne Nummer. Egal.
Explosion. Wir müssen eine Bombe finden und entschärfen. Magazinwechsel. Schockdrohne wird aktiviert. Mein Gott, schrei doch nicht so, du Arschloch, ey. Bombe gefunden. Nicht nochmal. Die Kelchennadung weg. Kamera bereit. Aha. Kamera vor Tisch gegangen. Mann, wieso müsst ihr denn da die Kackwand aufmachen, ey? Wie blöde kann man denn bitte sein? Ey. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden. Eigener Trupp wurde eliminiert. Das war so ein dämlicher Fehler, die Wand da aufzumachen, ey. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Keine Sorge mehr wegen der Granate. Die Gegner haben eine Bombe. Zu. AVS ist einsatzbereit. Ich setze das Gerät ein. Das Gerät ist am Platz. Fünf Sekunden noch. Ich setze das Gerät ein. Die
Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich lade mein Magazin! Ein kleines Andenken. Kann man nicht in den großen Saal rein? Okay. Oh nee, genau, damit schießt IQ. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Der läuft so an ihm vorbei, oder was? Nicht dein Bomben sichern. Wand gesichert! Zugangssperre angebracht. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Die Wand ist Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Luke zu. Boah, ist er noch komplett offen. 10 Sekunden. Abstand halten. Bombe entdeckt. Die Wand ist verstärkt. Super, jetzt kann ich die Wand nicht mehr nutzen. Zugangssperre. Ich lade mein Magazin. Barrikade errichtet. Magazinwechsel. Ach komm, Junge, ey, du gehst da einfach aus dem Gang raus und da ist noch einer, ey, super. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Kann man den Tisch mit einer Kontaktgranate zerballern? Weil hätte ich jetzt wieder so aufgemacht wie vorhin, wäre der Tisch weg gewesen.
Aber das Loch unten war ziemlich wertvoll. Hat sofort funktioniert. Dafür hat unser zweiter Versuch oben nicht funktioniert, nachdem es in der ersten Runde so gut funktioniert hat. Tja, haben sie wohl draus gelernt und es einfach besser gemacht. Kann man denen nur gratulieren. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.